Mach meinen Mund auf, bitte. Komm schon, ich bin Zahnarzt. Ich muss da mal reingucken. Ach du meine Güte. Nutzen Sie Zahnseide? Würde ich mal dringend empfehlen. Seid ihr bereit, den Leviathan ins All zu schicken? Ich hoffe, ihr seid's, denn ich weiß nicht, ob ich bereit bin, den Leviathan ins All zu schicken. Und wenn ihr bereit wärt, dann wenigstens einer von uns. Aber bevor wir das machen können, müssen wir erstmal Zutritt zum Lebensmittellager erhalten. Und damit herzlich willkommen zurück hier zu Dead Space. Dem 2023er Remake. Eins der besten Remakes, muss ich jetzt mal so als Zwischenfazit einfach dastehen lassen. Eins der besten Remakes von Spielen, was wir seit langem oder vielleicht auch überhaupt gesehen haben. Mit viel, viel Liebe, aber gleichzeitig das Original gut eingefangen. So, was haben wir denn? 17.000 Credits. Das ist ja mal ein ordentlicher Haufen Schotter, würde ich sagen. Die Frage ist, lohnt sich jetzt vielleicht sogar mal irgendwie... In Besitz... Achso, nee, in Besitz 0. Ich weiß halt nicht, ob es sich lohnt, jetzt hier Upgrades zu kaufen, wenn wir mit den Knoten noch nicht mal die Standardpfade abgeschlossen haben. Wofür ist das denn? Für den Ripper? Fürs Impulsgewehr ist das? Kinetische Ladeautomatik. Ich vermute mal, damit haben wir jetzt, damit können wir dann schneller nachladen. Plasma Cutter. Flammenwerfer. Ich glaube, das holen wir uns jetzt einfach mal. Kommt, Leute. Gönnung hoch 10. Wir kaufen uns das jetzt einfach mal. Ein bisschen Muni nehmen wir auch mit. Einfach, um was zu haben. Stase kaufen wir uns jetzt mal nicht. Wir sind mal wieder geizig. Einmal Plasma Cutter nehmen wir noch mit. Und dann sieht es auch schon so allmählich ganz schön düster aus für unsere finanzielle Situation. Ist aber nicht schlimm. Wir haben auch lang kein Rig-Update mehr gefunden, fällt mir gerade so auf. Aber wir müssen nicht nach unten, ne? Dann brauchen wir jetzt auch nicht von der Schwerelosigkeit profitieren. Dann können wir einfach gerade durch hier. Ja, ist richtig. Schwerelosigkeit deaktiviert. Ah, hier sieht es aus, als hätten wir schon ordentlich gewütet. Ich muss ja auch ehrlich sagen, dass ich das Gebiet hier... nach anfänglicher Euphorie mittlerweile gar nicht mehr so geil finde, weil es doch ein bisschen unübersichtlich ist. Meiner bescheidenen Meinung nach. Also es sind halt sehr viele Räume, die sehr ähnlich aussehen und man geht so von Raum zu Raum. Verliert schnell den Überblick. Geht mir zumindest so. Ups. Okay. Dafür ist die Wegfindung hier immer noch top. Hallo, muss das so? Ich glaube, der Leviathan weiß Bescheid. Ich glaube, dem ist völlig klar, was ihm blüht. Oh, und ich erinnere mich an diese dämlichen Spritzer hier. Furchtbar. Oh. Ja, wobei, das war schockierend flawless. Ah jo, wir speichern das mal wieder. Das finde ich immer sehr geil. Also, dass hier die Speicherpunkte so häufig sind, bis auf in der letzten Folge, da war es nicht ganz so häufig. Aber das finde ich grundsätzlich sehr, sehr gut, muss ich sagen. So, wo müssen wir lang? Hier müssen wir lang. Sieht aus wie eine Walltür. Luftschleuse Freigabe einleiten. Ja. Machen wir. Kontamination im Lebensmittellager registriert. Schleuse geöffnet. Mist! Die Schleuse ist offen, aber der Leviathan ist zu stark. Er hat sich im Lebensmittellager festgekrallt. Wir brauchen mehr Enzym. Wir haben keine Zeit. Ich gehe rein. Vielleicht kann ich ihn losschneiden. Der Leviathan hat eine Masse von 10 Kilotonnen. Muss ich Ihnen noch sagen, dass das eine schlechte Idee ist?
Tja, ich habe keine guten Ideen mehr. Was bleibt wohl noch? Oh, super. Schwerelosigkeit aktiviert. Ist aber ganz schön dunkel hier. Ich würde ja gerne was sehen. Oh, Schwerelosigkeit, ne? Ich werde sowas von die Orientierung verlieren. Calling it now. Hey, aber Licht, nice. Nicht so nice ist... Ah! Genau das. Ist das ein hässliches Teil? Wow. Ich vermute mal, wir können hier bestimmt irgendwie ausweichen, ne? Kann man hier irgendwie schnell... Wie konnte man denn hier schnell... Man konnte doch irgendwie schneller fliegen. Muss doch auch irgendwie zum Ausweichen gehen. Ah, man muss gar nicht schnell ausweichen. Man muss einfach nur... bisschen die Augen aufmachen. Na gut. Daneben. Au. Getroffen. Da oben der, oder? Nee. Der da. Oh Gott, ich hoffe, ich habe genug Munition dabei, Leute. Ohne Witz. Das wäre echt dramatisch. Das ist auch dramatisch. Also ich weiß nicht. Ich glaube, mit Chinese und Werfen komme ich hier nicht weiter. Da fehlt mir einfach das Skill-Level, das auf die Schnelle zu treffen und gleichzeitig noch auszuweichen. In Kombination. So, aber ausweichen ist ein gutes Stichwort, denn das sollten wir diesmal auf jeden Fall von Anfang an versuchen. Genau so nämlich nicht. Und diese explosiven Teile, die heben wir uns jetzt mal auf, weil ich fürchte, er wird dann seinen Mund aufreißen. Und das ist so der Punkt, sehr gut. Das ist so der Punkt, wo wir wahrscheinlich was in seinen Mund reinwerfen können. Und da wäre so ein Explosivteil natürlich geradezu deliziös geeignet. Au. Das sollte mir natürlich auch die Möglichkeit geben, hier auszuweichen. Okay, das hat ihm auf jeden Fall schon mal wehgetan. Das ist sehr schön. Ich hätte gedacht, wir haben es geschafft auszuweichen, aber da lag ich wohl falsch. Medikit haben wir natürlich keins. Wie soll es anders sein? Alles habe ich gekauft, aber kein Medikit. Können wir eigentlich Stase gegen das Teil einsetzen? Sieht auch nicht so aus. Oh nein, nein, gib mir das wieder. Oh, ich habe, glaube ich, gerade die ultimative Chance verpasst, hier was zu tun. Ich schieße ihm einfach seine eigene Munition zurück. Das ist jetzt der Plan. Und zusätzlich noch meine. Scheint ihm auch nicht zu schmecken, ne? Ja, das hast du selber produziert. Das ist dein eigener Auswuchs. Hier, nimm. Nimm.
Medipack! Nein, nein, er stimmt alle seine Gasreserven auf. Er ist fast am Ende. Isaac, erledigen Sie ihn! Ja, das sagt sich so, als wäre es jetzt irgendwie was. Total. Oh! Nein! Komm schon! Rein mit dir! Nein! Ah! So, Speicherpunkt. Warst du vor dem Leviathan oder? Ah, natürlich warst du vor dem Leviathan. Wie soll es auch anders sein? Ach, na schön. Okay, okay, okay. Das nehmen wir auf jeden Fall gleich erstmal mit. Mann, wieso denn? Ich war doch weg. Kann man sich irgendwie drehen? Aha, ja, okay. Ja, in der Zeit habe ich natürlich nicht geguckt, was für ein Arm rausschießt. Der da. Geht schon seinen Mund auf? Ich glaube nicht. Das war aber ganz nice. Mach deinen Mund auf. Aua, doch nicht so. Da, bitteschön. Schmecken lassen. Ah, ja, wie oft soll ich denn noch B drücken, Junge? Klamm sie die chinesische Steuerung heute. Komm schon. Jetzt schieß doch. Meine Herren. Ich glaube so. Explosivtanks haben wir leider keine mehr. Aber dann müssen wir halt damit vorlieb nehmen, was er uns hier entgegenwirft. Ist ja auch ganz nett. Bitte schön. Toxische Gefahr registriert. Wieso haben wir eigentlich schon wieder kein Medipack mehr? Wir haben doch vorhin eins eingenommen. Na! Muss halt jetzt gleichzeitig irgendwie auf alles achten. Das macht die Sache nicht einfacher. Nimm! Ah, komm schon! Ah, Mann, das war so ärgerlich. Wieso war denn unser Medikit weg? Ich hab das doch gar nicht. Ach doch, ich hab das bestimmt aus Versehen genommen, weil es auf der gleichen Taste wie Chinese liegt. Deswegen hat die Chinese, glaube ich, auch das eine Mal nicht richtig funktioniert, weil wir das Medikit genommen haben. Kriegen wir nur noch ein kleines Medikit. Danke, Spiel. Und Geld, ja, das ist halt. Oh, nee, ich beschwere mich ja gar nicht. Aber Geld ist trotzdem was ich gerade überhaupt nicht brauchen kann. Und die haben die Waffen nicht nachgeladen. Ah, lass mich doch mal ganz kurz, bitte. Dämliches. Ich verstehe es nicht. Irgendwie so einen Schub, wo man schnell
Oh, wow, bin ich gerade schlecht. Wo man schnell zur Seite kommt? So eigentlich, aber das ist jetzt nicht unbedingt schnell. Wie soll ich... Ach, Mann! Hä, ich war doch weg! Also der Versuch läuft jetzt ja überhaupt nicht gut, muss ich sagen. Oh, ich dachte, er holt schon sein Gesicht raus. Wenn wir was in Chinese aktiv haben, sind wir definitiv nicht schnell. Das kann ich schon mal sagen. Was, ein Sauerstofftank? Das ist ja... Wow! Mach meinen Mund auf, bitte. Komm schon, ich bin Zahnarzt. Ich muss da mal reingucken. Ach du meine Güte! Nutzen Sie Zahnseide? Würde ich mal dringend empfehlen. Kaufen Sie sich eine elektrische Zahnbürste. Das ist bestimmt ein Handputzer, oder? Sie sind gar nicht Putzer. Du meine Güte, da können Sie aber froh sein, dass Sie überhaupt noch Zähne haben. Also das sieht schon alles ganz schön faulig da drin aus. Wundert mich, dass sich danach keine Karies gebildet haben. John. Ich habe ein bisschen Angst vor der letzten Phase, wo alles so ein bisschen chaotisch durcheinander geht. Alternativ kriege ich gerade sowieso seine Kugel nicht zu fassen. Oh! Mann, das nervt. Man sieht das Unheil auf mich zukommen, hämmert die Taste und es passiert einfach nichts. Das ist richtig nervig. So. Das hat ja offenbar gereicht. Kriege ich nochmal ein Medikit, Leute, bitte? So ganz unverbindlich. Ich würde nochmal eins nehmen. Ja, ist er das? Wow, that was a close call. Nein! Oh, ich war so zufrieden, dass ich dem Teil ausgewichen bin. Und dann kommt diese dämliche Kuller. Ah, oh Mann, ey. Das zieht sich aber auch gerade. Also das wird eine Folge... Schwerelosigkeit aktiviert. Da freut sich der Death Counter. Oh, hoppla, falsche Taste. So. Geht ja schon mal gut los. Ich bin... Der hat mich überhaupt nicht erwischt. Also muss ich jetzt doch mal die Hitbox in Frage stellen hier, Leute. Das war überhaupt kein Treffer. Genauso wie das jetzt. Das hat ihm schon mal wehgetan. Das ist schon mal... Oh! Ich glaube, wir waren zu nah dran, oder? Oh, was haben wir denn hier? Ah, Sauerstoff. Oh. Hm.
Na los, Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein. Mund auf. Komm. Gib mir mehr davon. Ey, Gott sei Dank ist Chinese endlos. Das wäre ja echt ultra bitter, wenn man das wie Stase aufladen müsste. Es ist verdächtig ruhig gerade. Alright, alright, alright. Nein, nein, er stößt alle seine Gasreserven auf. Er ist fast am Ende. Isaac, erledigen Sie ihn. Ah, weg da! Lass mich! Lass mich! Come on! Wer deine Kuller? Was für ein Kampf! Was für ein... Die Köpfe des Leviathan verschlagen und ihn zum Fraß gegeben, dem wilden Getier. Danke, ja. Isaac. So bin ich. Kommen Sie wieder rein. Wir sollten reden. Puh, du hast ja keine Ahnung, dass es gerade nichts gibt, was ich lieber machen würde, als wieder reinzukommen. Was haben wir hier? Ironischerweise wurden wir jetzt zugeknödelt mit Medikits und ich glaube, ich habe diesmal nicht ansatzweise alle gebraucht. Also, man braucht einfach nur einen guten Run. Das ist das A und O. So, jetzt lass mich in Ruhe mit Schwerelosigkeit. Und da geht in Ordnung. Hören Sie. Jacob. Mein Jacob. Zuletzt war er auf dem Abbaudeck mit den anderen Überlebenden. Er sagte, sie bauen dort einen SOS-Sender. Ist er fertig? Er ist wohl fast fertig. Ich habe aber nichts mehr von ihm gehört. Schon länger nicht. Ich kann jetzt noch nicht weg. Ich muss sicherstellen, dass die Luft ungefährlich ist. Aber wenn Sie diesen SOS-Sender finden, rufen Sie Hilfe. Mach ich. Abbaudeck. Okay, verstanden. Und wenn ich Jacob treffe? Sagen Sie ihm, ich finde ihn. Ich will ihn nur wiedersehen. Alles klar, richtig aus, gar kein Problem. Ein SOS-Sender. Jemand hat alle anderen über Bord geworfen. Isaac, es gibt eine Abkürzung zum Abbaudeck in der Nähe von Koffs Arbeitsplatz. Ich werde sie öffnen. Donnerwetter, wir könnten tatsächlich aus diesem Albtraum entkommen. Ja, warte erst mal ab. Freu dich nicht zu früh hier. Huh, okay. Wow, sind wir arm. Ich glaube, ich verkaufe mal den Sauerstofftank. Weil, also vielleicht bereue ich es bald, aber aktuell brauchen wir den nicht. So, Kapitel 7, ins Leere. Bevor wir jetzt aber die Hauptmission wieder starten, versuche ich mal ein bisschen durchs Questlog zu schauen. Wir folgen jetzt mal Nicoles Hologramm. Wir verfolgen jetzt mal das Ziel, weil eigentlich sind wir auch hier, um rauszufinden, was mit unserer Frau jetzt eigentlich ist. Das heißt, wir haben hier jetzt diese gelbe Linie auf dem Boden, die uns den Weg zur Nebenquest weist. Kann natürlich sein, dass wir dafür jetzt ein ganzes Stück laufen müssen, weil die Nebenquest haben wir ja schon alle Weile jetzt mit uns, die schleppen wir mit uns rum. Aber das ist dann halt leider so.
Aber wir können natürlich nicht einfach den SOS-Sender fertigstellen und hier verschwinden, ohne zu wissen, was mit unserer Frau passiert ist. Das geht natürlich nicht. Ich hoffe jetzt auch einfach mal, dass wir da nicht versehentlich in irgendwelche Gebiete laufen, wo wir wieder irgendwas triggern. Ah, okay. Wir müssen erstmal mit der Monorail fahren. Das ist bis jetzt eine der sichersten Reisemöglichkeiten. Na, abgesehen vom Aufzug ist die Monorail die wahrscheinlich beste, das beste Transportmittel, was wir hier haben. Weil da ist uns noch nie was passiert. Ich liebe die Monorail. Ich liebe die Monorail und Aufzüge. Wenn ich könnte, würde ich einen Aufzug in die Monorail integrieren. Einfach, damit ich beides beisammen habe. Und dann würde ich dort ein glückliches Leben verbringen. Hier auf der Ishimura in der Monorail mit Aufzug. Nächster Halt, Krankenstation. So, Nicole, ich komme. Aber erst muss ich speichern. So. Das Hologramm haben wir vor vielen, vielen Folgen, glaube ich, schon mal gesehen. Aber wir haben es dann versäumt, ihm zu folgen. Oh, die Musik klingt schon wieder überhaupt nicht geil. Hier war doch alles clean. Wir hatten da wieder eine Tür aufgelassen, wenn jetzt hier irgendwelche Viecher kommen. So, okay. Dann würde ich sagen, starten wir einfach nochmal ihr Hologramm und schauen es uns nochmal an. Traumapatienten kümmern und die Kommandocrew sagt uns nicht, was los ist. Scheiße. Vielleicht habe ich noch PHB übrig. Sie ist auf der Suche nach PHB hier lang gegangen und das kriegen wir ja, glaube ich, auf, indem wir hier den Energiekern reinwatzen. Müssen nur schauen. Ah, der ist hier. Und dann geht ja, glaube ich, dieses Ding hier auf. Wenn wir es richtig verkabeln, jedenfalls. So. Da ist sie rein. In den Emergency Shower. Das war falsch. Jetzt habe ich ein bisschen Stase verballert, glaube ich. Oder? Ach nee, habe ich nicht. Hier sieht es ja so aus, als könnte man... Ach, es geht nach links auf. Ich glaube, daran bin ich gescheitert beim ersten Mal, weil ich nicht wusste, dass man das per Kinese öffnen kann. Ah, ein Audiolog. Logbuch der Krankenstation, Dr. Nicole Brennan. So viel zum Thema Paranoia. Ich habe diesen Raum eingerichtet, um Beratungsgespräche zu führen, ohne dass sich die Unitologen einmischen. Jetzt ist es der einzige Ort, an dem ich sicher bin. Nach dem gestrigen Angriff konnte ich eine Gliedmaße sicherstellen. Genetisch gesehen ist das menschliches Gewebe mit bizarren Mutationen. Aber es ist nur eine Probe. Nicht genug, um ein Heilmittel zu finden. Ich brauche... Moment, wo ist der Bericht aus dem Maschinenraum? Hier. Die Ingenieure haben etwas aus den Maschinen geholt. Gliedmaßen fehlen. Torso intakt. Okay. Zeit für eine echte Autopsie. Finde den Autopsiestandort im Maschinenraum. Okay, dann können wir auf jeden Fall wieder zurück zum Monorail gehen. Und dann schauen wir mal, was wir da so finden. Im Maschinenraum eine Autopsie durchführen, das ist natürlich auch... What? Oh Gott, ich dachte, du lebst. Mach doch sowas nicht.
Halt, Sekunde mal. Wir gehen ja gerade zum Abbaudeck. Wir müssen natürlich die Quest erstmal aktivieren wieder. Ich dachte, die wird automatisch aktiviert. Aber nein, das wird sie nicht. Das heißt, wir müssen jetzt hier das Ziel verfolgen. Okay, dann müssen wir in die gleiche Richtung. Ergibt auch irgendwo Sinn, weil wir müssen, glaube ich, zur Monorail zurück. Der Maschinenraum war ja, glaube ich, das erste Gebiet. Genau. Hier wollen wir hin. Hier müssen wir weiter zum Maschinenraum gehen. Aber der Maschinenraum, der wird leider eine Woche auf uns warten müssen. Genauso wie die Fortsetzung dieser Nebenstory hier, die wir gerade verfolgen. Und genauso müsst ihr leider eine Woche auf die nächste Folge warten. Die gibt's dann am Montag in einer Woche für euch hier auf unserem Kanal. Ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn ihr wieder dazu einschalten würdet. Und dann sehen wir uns da hoffentlich auch wieder und schauen, was mit unserer Frau passiert ist, wenn wir das denn rausbekommen. Ich wünsche euch eine tolle Woche. Lasst euch gut gehen und haut rein.